Weiter geht's mit der Aktion Jaguar. Jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar lasse ich jetzt Kühlwasser ab. Bei anderen Autos muss man da immer einen Schlauch abreißen. Das braucht man hier nicht. Hier ist ein Ventil. Das dreht man auf und lässt Kühlwasser raus, wenn man denn da drankommt, wenn der Eimer da steht. Dazu habe ich das Auto natürlich auf beiden Seiten aufgeboxt. Und wo läuft es hin? Nicht da, wo es hin soll. Da müssen jetzt noch ein paar überflüssige Sachen raus. Nämlich das hier. Unter anderem. Dann holen wir uns mal Werkzeug. Da brauchen wir hier einmal einen Achter. Schlauchschelle hier mit dem Schraubenzieher. Das geht normalerweise durch Drücken ab. Und zwar hier an den geriffelten Stellen. So. Oben haben wir los. Auch Bewegung ins Spiel. Die Schelle nehmen wir mit ab. Und weg damit. Zum Ablassen vom Kühlwasser hatte ich den Wagen angehoben. Jetzt lassen wir wieder ab, damit ich auch dran komme. Und jetzt die andere Seite mit dem Originalwagenheber und meinem Akkuschrauber. Ups, falsche Richtung. Klemmschellen machen wir jetzt alle ab. Die hole ich auch dann ganz von den Schläuchen runter, weil ich die entrosten will. Aber erstmal müssen sie aus dem Weg. Auch die hier müssen ab. Das kann man gerade nicht sehen. Auch die Schellen müssen ab. So ist besser. Das muss ab und der Stecker muss ab. Alles muss ab, weil das ganze Ding muss raus, weil da sitzt die Welle vom Kompressor. Um den rauszukriegen, muss das Rohr hier ab, obwohl er noch fest ist. Ich weiß es nicht mehr, ich hatte ihn schon mal raus, aber es ist ein paar Jahre her. Ich kann mich da nicht mehr so gut dran erinnern. Da muss auch noch ab. An den Schläuchen muss man ein bisschen rütteln, damit sie sich bewegen. Und dann ab damit. Klammer holen wir später runter. Stecker habe ich raus. Die Stecker braucht man hier nicht nummerieren. Jeder Stecker passt nur an eine Stelle und nirgendwo anders sonst. Dasselbe machen wir jetzt hier an den Intercoolern. Und siehe da, er ist ab. Der ist jetzt kein Problem. Gleich noch da drüben. Am Drosselklappengehäuse haben wir drei Stecker. Auf der rechten Seite hier
einmal diesen hier und dann hier unten den. Der kommt da rein, wo mein Finger ist. Wie gesagt, die Stecker kann man nicht vertauschen. Die passen nur jeweils da rein, wo er sie rausgezogen hat. Auf der anderen Seite komme ich mit der Kamera schlecht hin. Ich gehe mit dem Finger. Da, wo mein Daumen ist, da sitzt der Stecker drin. Den habe ich jetzt da versteckt. Da hatte ich ihn auch letztes Mal versteckt und dann vergessen anzuschließen. Und dann lief die Karre nur im Leerlauf. Nahm kein Gas an. Fehler ausgelesen. Da hieß es Drosselklappenstellung unbekannt. Ja, da ging ich auf die Suche. Welchen Stecker hast du da vergessen, du Idiot? So, Drosselklappengehäuse selber hat da eine Schraube. Da ist eine runter. Da. Und hier zwischen. Kann man nicht sehen, aber fühlen. Ich denke mal, es sind 10 mm. Die holen wir jetzt mal raus. Aber vom kleinen Ratschensatz fehlt mir die 10er Nuss. Jetzt muss ich das Teil hier abmachen. Damit mir die Schrauben nicht verloren gehen, drehe ich die direkt wieder hier rein. Aber gerade als ich das gedacht habe, war eine schon weg. Jetzt unten ist sie nicht angekommen, muss ich mit der Taschenlampe mal reinleuchten, ob sie hier irgendwo rumliegt. Da ist mir jetzt aber die Kamera im Weg. Und dann werde ich versuchen, sie mit dem Magneten zu angeln. Da ist das gute Stück. Gesehen habe ich sie nicht, aber mein Magnet hat sie trotzdem gefunden. Ja, jetzt hauen wir nicht mehr ab. Mit dem Ding werde ich jetzt auch die Schrauben rausziehen. Immer auf die andere Seite. Gaszug habe ich ausgehangen, dafür habe ich auch hier die Halterung abgenommen. Dann drehe ich, also kann man das überhaupt sehen. Hier sitzt der Halter für den Gaszug, den habe ich losgemacht. Dann drehe ich hier, als würde ich Gas geben, das Ding einfach rum. Und gehe mit dem Seil nach hinten rum, bis ich hier aus der Ecke rauskommen. Kriegt man mit der Kamera nicht eingefangen, aber das Ding scheint lose zu sein. Nein, nicht ganz. Da hinten hängt noch ein Kühlschlauch, den muss ich noch abmachen. Das ist natürlich auch wieder eine super Stelle, wo man nicht so toll dran kommt. Aber wir müssen dran. Die habe ich schon den so blöd reingesetzt. Schraubendrecker und dann bist du unten. So, kommst du jetzt raus? Wo hängen wir noch? Da ist noch ein Stecker. Ach so, ja, den hätte man gar nicht raustun müssen. Wo hat der die Verriegelung? Das wird wieder eine Sucherei, auf welcher Seite der verriegelt ist. In der Zeit macht er Pause. Ich mich selbst korrigieren. Wo ist er? Der Stecker muss nicht auseinander, aber hier steckt der da drin in der Halterung. Die muss man also einfach nur rausziehen. So, die Dichtung werden wir versuchen zu retten, sauber machen. Auch das dann sauber machen. Da kommt jetzt mal ein Lappen rein. So, als nächstes suche ich das AGR-Ventil. Das sieht so aus, als wäre das das hier. Ja, das kommt nämlich hier vom Krümmer, geht hier eine Leitung rüber, da rein. Da werden wir versuchen, den hier zu lösen. Und auf der unteren Seite, der Schlauch muss ab. Da wird aber der knifflig.
Ein Stecker muss ab. Dann sehe ich hier auch schon ein paar schöne Haltern. Guck mal, ob ich mit dem Schraubenzieher drankomme. Da. Eins tiefer. Weil das Teil hier gehört schon zum Kompressor-Ansaugtrakt. Das muss alles ab, alles raus. Beim AGR-Ventil habe ich noch ein kleines Problem. Einmal ist mir hier der Wasserschlauch im Weg, da muss ich nur abziehen. Dann ist die Frage, komme ich hier an die Schraube, die gegenüberliegend auf der unteren Seite ist, dran? Oder mache ich es besser hier am Krümmer ab und versuche das Ding auszufädeln? Ich glaube, das wäre vielleicht die einfachere Lösung. Aber hier ist auch noch ein Wasserschlauch, der muss auch noch ab. AGR-Kühlung und dahinter noch, es wird langsam dunkel, ein Stecker. Gehen wir uns mal dran. Ich muss mich gerade selber korrigieren. Und der Schlauch hier, der ist ja hier oben schon ab. Geht da unten wieder rein, den können wir mit ausfädeln, den lassen wir dran. Den versuche ich auch dran zu lassen, wenn man scheiße dran kommt. Wo ist er? Also Stecker ab und dann geht es an die Schrauben. So, AGR-Ventil ist raus. Ich habe mich jetzt doch für den anderen Weg entschieden. Ich habe es an der Krümmerseite abgemacht hier, weil ich an die untere Schraube hier, die ja nicht dran gekommen wäre. Die ja, aber selbst da saß die Nuss schon etwas schief drauf. Die werde ich jetzt auch gleich wieder festmachen und das Teil beiseite legen. So, da sitzt noch eine Schlauchschelle, die muss auch noch ab. Mal schauen, wie wir da dran kommen. War eine etwas knifflige Geburt, aber jetzt ist das Ding raus. Jetzt kommen wir an die Riemenscheibe dran, Spannrolle lösen, Riemen ab. Das geht mit dem Drehmomentschlüssel am besten. So, den lasse ich auch gleich da stecken. Jetzt wäre das Ding frei. So, ich habe jetzt die vier Schrauben hier gelöst. Hey Käfer, hau ab. Ich habe doch gesagt, ich stecke hier was rein. Machen wir auch direkt. Ja, nisten sich hier noch ein paar Viecher ein, die zahlen keine Miete. Haben hier auch nichts verloren. So. Okay. Die Schrauben habe ich gelöst. Hier, da,
Da komme ich im Moment nicht dran. Mal gucken, ob ich das Ding so schon rauskriege. Aber die Schraufen wollen nicht raus. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Die sind alle los. Irgendwo hängen wir hier noch. So, da hält man das Oberteil schon mal ab. Da vorne habe ich zwei Schrauben schon ab. Noch was ab und dann da drüben die Schrauben, da wechseln wir dann die Perspektive. So, ich bin jetzt an den vier Schrauben, die von hinten in den Lader reingehen. Eine habe ich schon raus, an der zweiten bin ich dran. Ist halt alles ein bisschen eng hier. Und falls die Schraube gleich wieder runterfällt, gehen wir sie mit Magneten wieder suchen. Bist du los? Nee, bist du noch nicht los. Helf ein bisschen nach. So, jetzt aber. Komm raus. So sieht es unterm Kompressor aus. Da ist eine Dämmschicht drin. Völlig zerfressen von irgendwelchen Biestern. Das saugen wir jetzt mal schön raus. Sinn und Zweck von der ganzen Sache. Die Klopfsensoren. Und dafür der Aufwand. Beim Saugermodell macht man ein paar Plastikverkleidungen ab, holt das Ding raus, schmeißt es weg, tut ein anderes rein. Fertig. Und hier? Den Kompressor habe ich eben deshalb nicht rausgerichtet, weil der auch noch eine dritte Schraube hat hinten. Deswegen muss der ganze Ansaugteil da hinten weg, inklusive der Stutzen, die hier runtergehen, habe ich jetzt einen Gummi kaputt gemacht. Hier habe ich auch einen Gummi kaputt gemacht. Den muss ich gucken, dass ich neu kriege. So, da sind die neuen drin. Das macht ganz leise Knick. Niedrigste, was ich einstellen kann, sind 28. 20 wäre besser, aber da tickt noch nichts. So, Kompressor wieder rein.